Sie haben eine ganz besondere Beziehung zu... Der älteste und wohl auch bekannteste Sportspielableger der RTL-Reihe ist Skispringen. Mittlerweile sind wir bei Version 2007 angelangt. Umso mehr freue ich mich, dass er heute bei uns ist. Hallo Marcel. Ich wäre ja selbst gerne gestartet, aber leider hat es diesmal nicht... Die deutschen Entwickler 49 Games haben nun auch sehr viel Liebe zum Detail einfließen lassen. Schauen wir mal, wie sich der Nachwuchs so... So ist es nicht nur möglich, elementare Dinge wie die Balance zu halten, die V-Stellung einzunehmen, als auch einen Telemark zu setzen, sondern ihr müsst beim Auslaufen auch darauf achten, euren Bremsschwung entweder rechts oder links zu setzen. Die Steuerung ist gar nicht mal so einfach. Einen gut getimten Absprung am Backen hinzubekommen, das ist natürlich die Herausforderung bei RTL Skispringen 2007. Das Zeitfenster, das euch für einen guten Absprung zur Verfügung steht, ist relativ klein. Um dies zu verdeutlichen, schauen wir uns einmal einen Sprung exemplarisch an. Bei der Anfahrt gilt es zunächst einmal, die Balance zu halten. Erreicht ihr die Schanzenkante, füllt sich ein Balken. Kurz bevor er das Ende der Skala erreicht, müsst ihr eine Taste betätigen. Verpasst ihr diesen Zeitpunkt, verpasst euer Springer auch den Backen. Entsprechend kurz wird der Sprung. Durch schnelles Einnehmen der V-Stellung könnt ihr viele extra Meter herausholen. Ein anschließender Telemark gibt weitere Bonuspunkte bei den Kampfrichtern. Zu guter Letzt bestimmt ihr noch, ob ihr jubeln oder eher enttäuscht dreinblicken wollt. Dank eines detaillierten Skispringer-Editors könnt ihr nun auch einen selbst kreierten Athleten am Weltcup teilnehmen lassen. Ihr dürft nicht nur das Aussehen eures Lieblings bestimmen, sondern auch seine Fähigkeiten. Selbst körperliche Abmaße wie Größe oder das Gewicht haben einen direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit eures Sportlers. Na, vielleicht übertreiben Sie da ein bisschen. Oh, Ehre, wem Ehre gebührt, Monsieur. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, mon ami. Danke für die freundliche Einladung und hallo allerseits. RTL Skispringen 2007 ist zweifelsfrei der beste Teil der Serie. Einzig die etwas überzogen wirkenden Kommentare haben mich gestört. Total wie körperlich. Schlecht. Ganz, ganz schlecht. Da wird er sich maßlos ärgern, dass er heute nicht an seine sonstigen Leistungen anknüpfen konnte. Vielleicht ist er einfach mit dem falschen Bein aufgestanden.